Moin, willkommen zurück bei Wild Thing. Und ja, wie ihr seht, bin ich nicht auf der Couch, ich bin unterwegs. Und zwar in Ochtendung. Und zwar mache ich gerade jetzt hier mit euch die Vorschau fürs A Chance for Metal Festival 2024. Das findet nämlich hier statt, da vorne. Wir treffen uns jetzt gleich nämlich tatsächlich auch mit Veranstaltern von und Steel Preacher, Band, die da spielt. Das werdet ihr gleich alles erfahren. Und da würde ich sagen, gucken wir uns das ganze Örtchen mal an, hören uns an, was sie zu erzählen haben. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Vorstellung. So, weil ich über das A Chance for Metal Festival noch nicht viel weiß, habe ich mir Hilfe gesucht. Das ist der Jan aus der Orga und der Preacher von Steel Preacher, die da spielen, und aus der Orga aus dem e.V. Und ja, wie gesagt, ich habe das A Chance for Metal noch nie besucht. Deswegen erzählt mal, was erwartet einen hier? Ja, Chance for Metal Festival, 3. und 4. Mai, also prinzipiell immer am ersten vollen Maiwochenende. Erwarten tut einen Underground-Festival von Fans für Fans, was irgendwie auch preislich in die Richtung geht, alles sehr moderat gehalten. Uns ist wichtig, dass es sehr lokal Bezug hat, also nicht was die Bands angeht, sondern was die ganze Infrastruktur und den Rest drumherum geht. Ja, und das ist jetzt das 16. Mal, wo das jetzt stattfindet. Das 16. Mal schon. Ja. Und zwei Umzüge. Haben wir Umzüge, ja. Von Hessen nach Rheinland-Pfalz und dann in Rheinland-Pfalz jetzt auch nochmal selbst. Und ja, so ganz kurz zusammengefasst ist es das. Bist du auch schon von Anfang an dabei? Gute Frage, denn ganz von Anfang an sowieso nicht. Also wir haben unser erstes Chance for Metal war glaube ich 2013 noch in Riedstadt und genau. In Hessen haben wir gespielt. Ja. Und da haben wir quasi erst den Jan dann kennengelernt. Ja. Und dann waren wir, ich weiß nicht, 14 oder was, waren wir dann auch schon als Helfer dabei. Der e.V. ist jetzt relativ neu, ja? Oder was hat er jetzt auch? 22. 4.22. Ja. Sehr gut. Die Form als e.V. ist jetzt relativ neu, aber ich sag mal, das Backstage-Team oder das Orga-Team hat da schon locker 10 Jahre auf dem Buckel. Wir sind da schon eingespielt. So, wir befinden uns nämlich hier gerade vor dem Ort, wo es auch stattfinden wird. Wir sind in Ochtendung, das erste Mal dieses Jahr in Ochtendung. Aber Festival ist natürlich, der Hauptteil ist Bands. So, also lasst uns über das Line-Up sprechen. Das ist noch das alte Line-Up. Stallion haben leider alle Shows dieses Jahr gecancelt und eingesprungen sind dafür Vulture. Aber lasst uns über das Line-Up sprechen. Wie kam das zustande bei euch? Ja, also bei uns ist normal, wir sind hier ein sehr basisdemokratisches Festival. Wir machen gerne das, was die Leute uns sagen. Also das ist uns wirklich wichtig. Und das Line-Up kommt wie folgt zusammen. Also hier gibt es für die Leute, die da sind, wenn die dann hier reinkommen, kriegst du wie einen Stimmzettel. Und dann kannst du praktisch 3 Bands angeben, die im kommenden Jahr spielen sollen. Es dürfen auf keinen Fall die sein, die dieses Jahr spielen. Also du kannst hier nicht zweimal nach Gang spielen, das geht nicht. Sondern du schreibst dann 3 Bands auf den Zettel. Wenn du Iron Maiden schreibst, sagst du uns, du bist ein großer Iron Maiden Fan, aber das wird nicht stattfinden. Sondern es geht halt irgendwie um machbare Bands und dann wird nach dem Festival, das macht dann im Regel meine Frau, die Suse, die wertet dann diese hunderte von Zettel aus, macht eine Liste und dann wissen wir im Regelfall, weil wir natürlich auch wissen wollen, was da abgeht, eine Woche später eigentlich, wer im kommenden Jahr spielt. Ja, das ist was Einzigartiges im Ponton. Ich meine, wer macht sowas noch? Es gibt keine Online-Abstimmung. Ja, du musst wirklich das Oldschool Papier und Stift auf Deutsch gesagt, wirst du hier was ein, ja? Und schön, dass wir dich dabei haben. Mit Steel Preacher seid ihr dieses Jahr wieder am Start. Gewünscht. Ja, also genau das, und darauf will ich hinaus. Das ist ja das Spannende, weil ihr werdet immer wieder gewünscht. Ja, also das ist vielleicht, gut, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, wer da von außen vielleicht aussehen mag, aber wir werden tatsächlich gewünscht. Wir fummeln uns nicht irgendwie da rein. Das ist für uns, unter uns gesprochen, ja eine Nullrunde. Ja, woanders kriegen wir Gage, hier machen wir für lau. Und Bier. Ja. Wir sind halt eben ohnehin da, aber wir werden wirklich gewünscht. Wir würden öfter spielen, aber wir spielen eben 2 Jahre hintereinander.
dann lass uns mal detailliert aus Line-Up gehen. Ich habe das hier nämlich richtig profimäßig ausgedrückt. Ja, ja. Und es fängt ja an dem, an dem Freitag mit Anhängt an, die kenne ich nicht. Anhängt. Anhängt. Ja. Anhinscht. 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 Kenne ich nicht. Was machen Sorry, die? Sorry, Mirko. ja, ist eine regionale Band aus Koblenz. Mhm. Die machen so Deathcore, sehr modern. Also ich will eben jetzt auch da nicht irgendwie, nicht falsch verstehen, da genretechnisch da irgendwie mich vertun, aber das ist so schon modernerer Death Metal. Koblenzer Band, alles junge Menschen und die geben hier so in der Region schon ordentlich Gas. Der Mirko macht auch selber das Dark Side of the Hoon. Vielleicht hat es schon mal jemand gehört. Und ja, wie gesagt, halt Koblenzer Band wurde gewünscht und wir sind ja eh immer auch, ist es natürlich gut, wenn du ein bisschen so die lokalen Newcomer, aber auch die etablierten Acts dann irgendwo mit da drauf hast. Dann Fabula Rasa. Zweite Marder, meine ich schon. Ja, und die machen so ganz coolen Folk-Metal mit auch so Streichergeschichten mit dabei und so. Ja. Dann Torment of Souls. Ja, Bitburger Death-Metal-Veteran. Ja, wir haben so Fans, die immer wieder aufsuchen. Ja, gut, aber passt ja. Die kenne ich tatsächlich dann auch. Ja, und dann kommen Steel Preacher. Ja, ja, ist so. Ja, auch alles Wiederholungstäter. Also wir haben oft, ja, sagen wir so ein Drittel Bands, die immer wieder und wieder und wieder kehren. Jetzt sind wir, jetzt sind Torment und werden gleich noch die eine oder andere kommen. Aber wie gesagt, es ist gewünscht. Ja, wir drängeln uns da nicht rein. Naja, ich finde es spricht ja auch für die Bands. Ne? Also mal ganz ehrlich, wenn du überlegst, ne, Torment machen den ganzen Bums seit 1994. Und wenn du, also die haben ja jetzt hier im Prinzip da die 30 Jahre schon auf dem Helm, ja. Und wenn du dann so guckst mit, dass die alle 2-3 Editionen halt immer regelmäßig wieder da sind, das spricht ja auch für die Band und letzten Endes auch für die Fans, die, also Glück gesagt, die wollen die Bands ja haben, ne? Sonst schreiben sie ja nicht auf den Zettel. Nee, absolut. Ja, so. Aber das heißt natürlich auch, es bildet sich da immer relativ schnell und auch wenn man über so viele Jahre spricht, auch so ein bisschen Traditionen und Gimmicks, ne? Ja. Also wenn man Steel Preacher oder Torment of Souls, die dann immer mal wiederkommen. Und auf der anderen Seite aber dann halt auch wirklich Bands, die einer selbst, die man nicht kennt. Ja, das ist so. Ne? Also dann, ne? Wo du so denkst mit, ja, okay, krass, da gibt es dann auch ein paar Anekdötchen dazu, wie den falschen Tempest, der da war, der wird wissen, was gemeint ist. Oder halt auch andere Bands, wo du einfach denkst, okay, noch nie gehört, angefragt. Und ja, es ist auch für einen selber immer mal wieder so ein bisschen lernen. Ja, absolut. Habt ihr euch denn irgendwas Besonderes für Steel Preacher, für Chance for Metal überlegt? Spielt ihr endlich wieder No One Knows? Wir spielen dieses Jahr, ja vielleicht, mal gucken. wir haben ja auch ein kleines Jubiläum, die Start Racing Hell wird bei uns ja gerade 20 Jahre alt und wir spielen jetzt, wir haben schon mit angefangen, aber auch Chance for Metal gibt, werden wir nichts dafür, dass es Start Racing Hell spielen. So richtig schöne alte Schinken. Schön! Genau, bitte schön. Gefallen. Da lacht das Herz. Und dann den letzten Eck. Butcher oder Butcher, wie auch immer. Butcher! Ich kann das nicht, muss ich sagen. Was? Nee, sagt ja, mir gar nichts. Gehen auf. Absolut. Macht Spaß. Ja, absolut. Ja, also belgische Band, ne? Ja, ja. Und kennt, also jeder, der live ein bisschen unterwegs ist, wird die irgendwie mal mitgeschnitten haben oder sonst. Waren bei uns, glaube ich, schon mal auch im Helvete. Ja, genau. Ne? ist halt auch wirklich eine angesagte Band und ja, hat uns auch super gefreut, dass sie gesagt haben, yo, machen wir. Und das ist halt aber auch so die Größenordnung von Band, wo ich dann sage, das ist eine Headliner-Band. Ja. Also Steel Preacher wäre auch eine Headliner-Band. Ja, klar. Aber das sind halt so die Größenordnungen, wo man sagt, ja, und da endet es dann halt auch an der Größe, weil wir halt auch sagen, es gibt genug sehr geile Bands, die eben jenseits von Tausender Halle am Start sind. Ne? Und darum geht es halt irgendwie auch so ein bisschen. Aber Headliner sowieso, bevor wir es den nächsten Tag wechseln, ein Thema, so den richtigen Headliner habt ihr ja nicht, wenn man sich das auf der Setlist mal anguckt, so die letzten paar Bands und das kommt natürlich dann für den zweiten Tag auch noch, die spielen ja alle so eine Stunde, mal fünf Minuten weniger, mal mehr. Das heißt aber, dass da sind ja in der oberen Sphäre dann viele Bands, die letztlich alle irgendwie Headliner würdig sind, wie Steel Preacher und Butcher halt am ersten. Es ist nicht so, dass wir da einen großen Namen oben drüber haben und dann Füllmaterial drunter, um zwei Tage voll zu kriegen. Wir versuchen das schon ziemlich demokratisch hinzukriegen. Ja. Klar, die größeren Bands kriegen ein paar Minuten mehr, bietet sich einfach an, ehrlich gesagt, weil viele junge Bands haben auch noch gar nicht so viel Material. Wie viele Bands sagen ja, wir haben nur 35 Minuten.
Ist aber auch gerade dann für die, ich sag mal, späteren Bands halt aber auch so, ja, wann haben die sonst auch mal irgendwie die Möglichkeit zu sagen, paar mehr Leute da und wir spielen halt irgendwie aber auch mal eine Stunde. Mhm. Ja, also da kommt halt irgendwie so alles zusammen, wo ich so das denke, passt am Ende. Ne? Das passt, genau. Und am Samstag dann fängt es an mit Evil Access. Mhm. Ich dachte, Biergarten fangen an. Du hast vollkommen recht, es fängt mit Biergarten an. Freitag auch schon. Und dann, auch wichtig, geplant, Fans und Crew ein Gruppenbild. Das, ja. Das lese ich dann richtig. Das ist schön, das ist gut für die Sichtbarkeit. Dann aber Evil Access. So. Dann kommen sie, ja. Evil Access. Sagt mir tatsächlich auch nichts. Ganz neue Band. Koblenzer Gegend, so Venom die Richtung. Schön. Ja, so richtig Black Thrash. Ja, das oldschoolig. Ja. Gibt. Das ist so Koblenzer Oldschool Black Thrash einfach. Das ist so typisch Koblenzer. Ich glaube selber sagen sie, es wäre Black Speed. Hm. Aber also. Ja gut, am Ende Potato Potato. Also ich meine, das ist ja tatsächlich egal. Warfield sagen mir tatsächlich danach auch was. Ich weiß aber nicht was gerade. Thrash Metal. Pfälzer, Mainz irgendwo hinne dran. Ich weiß es gerade nicht genau, aber ja, halt Thrash Metal. Okay, genau. The Voice Embrace habe ich tatsächlich auf dem Kanal schon mal besprochen. Die kenne ich auch, die kommen auch aus dem moderneren Sektor her. Ne? Ja, das Death Metal. Mit, aber mit so melodischen Aspekten drin, meinte ich. Ne? Genau. Das hatten wir mal dann Sick Zone. Wiederholungstäter. Das wollte ich gerade sagen, die kommen ja auch bekannt vor. Schon mal gesehen? Nee, tatsächlich noch nie. Ja, die wir mit so ein moderner Groove Metal. Sind eigentlich dafür bekannt, dass sie oft, wenn man denen Möglichkeit und Zeit gibt, ultra abgefahrene Bühnenshow machen. Okay. Also Musik, ob man die mag oder nicht, aber ein Hingucker ist das auf jeden Fall. Okay, ich bin gespannt. Dann Eradicator, wie das Computerspiel aus den 90ern. Es ist auch Thrash, meine ich. Oder? Ne? Das, ja. Die sagen mir auch was. Ja, auch so Koblenz-Sauerland-Kombination. Mhm. Also der Pitti ist ja hier eher Koblenz stationiert. Sein Bruder, der Seba, im Sauerland. Der Pitti trommelt, der Seba singt. Und dann haben sie den Rest in der für eine Band drauf irgendwie auch noch einen Musiker da am Start. Genau, also auch Thrash Metal. Aber würde ich auch sagen, ist so eine Band, wo ich sage, müsst man kennen. Ja, ja, ja. Und dann Night Eternal, die Band des letzten Jahres, muss man letztlich sagen. Kennt inzwischen auch jeder, Ricardo und die Jungs. Hervorragend. Dann Vulture, eingesprungen für Stallion. Genau. Da habt ihr auch was Adäquates gefunden. Also eine Heavy Band, dann kommt eine Thrash Band. Also das passt sehr gut, macht auch immer ordentlich was. Schön, dass man auch letztlich einen wirklich adäquaten Ersatz auch so kurzfristig noch gekriegt hat. Und dann den Abschluss machen, Pripyat. Auch Thrash, ne? Ja. Auch relativ junge Burschen, ne? Ja, schon. Also uns, ja. Ja, 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 Kölner Band halt. Ne? Also nach wie vor finde ich auch, das ist eine Band, die einfach das lebt eine Art und was macht. Ne? Das ist halt irgendwie auch was, ja, wie soll man sagen, was wichtig ist, ne? Dass ihr irgendwie Leute hast, wo du merkst, okay, die meint's ernst. Ne? Okay, okay, die meint okay, das, die wollen das. Wir hatten auch die Band, die ins Hund nach. Ja, genau. Jetzt, also ja, ein Malheur passiert beim letzten. Ach Gott. Ja, und dann wären wir ja theoretisch schon durch. Was man in der Summe merkt, immer einen regionalen Bezug, das ist schön. Man hat ja viel aus der Gegend tatsächlich. Ja, also nein. Also wir hatten auch Bands aus Norwegen, wir hatten Bands aus Spanien, wir hatten Bands also irgendwo quer Europa einmal durch. Letzten Endes, sage ich aber auch mal so, ne, also um das mit der Bandbox nochmal klar zu halten. Wenn sich zwei Camps à 20 Leute absprechen und sagen, wir schreiben die Band da drauf, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die im Folgejahr spielt, sehr hoch. Und ne, wir hatten da auch dann eine Kombo gehabt, ich weiß gar nicht, waren die auf Trier oder waren die aus dem Saarland? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall irgendein Metal-Club hat da aufgeschrieben, Mask of Satan. Das ist eine Band aus Norwegen. Ich glaube, die haben eine CD oder zwei EPs draußen, ja. Und die haben dann auch mal bei uns gespielt, einfach weil können die Leute da draufschreiben. Und wir haben auch gedacht, oh Gott, auf Norwegen, die Band war völlig cool. Die waren total begeistert, die hatten hier eine super Zeit. Und also alles ist prinzipiell möglich, wenn du eben es hinkriegst, dass du Mehrheiten hier hast. Und man natürlich im realistischen Rahmen bleibt. Es muss im realistischen Rahmen bleiben. Und wenn man sieht, ist eigentlich auch eine schöne Mischung aus modernen, aber auch klassischen Bands mit einem kleineren, thrashigen, klassischen Bereich, zumindest dieses Mal. Genau. Aber das ist ja, ich meine, in der Vergangenheit, ich glaube, ich erinnere mich an Flyer mit Motorjub ganz oben, Motor Jesus, mit Attic, also immer mal wieder alles durch von Hard Rock, Classic Metal und so weiter und so fort. Ne? Sehr gut, dann würde ich sagen, lass uns das Gebiet jetzt hier mal erkundschaften und dann zeigt er uns, was wo irgendwie steht, weil jetzt ist ja alles nackig, dann kann man sich dann mal vorstellen und ja, dann machen wir weiter. Ja. Gonna do what you gonna win, we come for you, so hey, listen man, let's drink another can, we're
Gäste auf dem Metal Festival? Das Bier. Ne? Das Bier. Und da waren wir gerade, da sind wir jetzt. Was küsst das? Ja, also wir haben hier ein ganz regionales Bier. Die Vulkanbrauerei ist am Start. Die haben ausgiebig getestet. Ja, richtig. Ausgiebig getestet. Sie haben Bio-Bier. Auf dem Hahn gibt es helles. Der Liter kostet bei uns 10 Euro. 10 Euro der Liter Bier. Und den kriege ich so am Stück? Den kriegst du in einem 0,4er Becher oder du kannst dir auch ein 10 Liter Fass zum selber zapfen holen. Dann weiß man, wo man mich findet beim Fass. Aber Stehtische, ne? Das ist sehr gut. Und wir befinden uns ja auch hier tatsächlich in Weingebiet, ne? Absolut. Ja, also wir haben nebst Apfelwein, was natürlich als alter Hesse irgendwie dann doch mit dabei sein muss, haben wir dann noch einen regionalen Weißwein und einen regionalen Rotwein. Dazu natürlich irgendwelche Softdrinks, in unserem Fall dann von Rodius, weil die hier auch ums Eck sind. Uns ist halt das Thema Regionalität einfach wichtig, auch die Foodtrucks. Ne? Also wir haben einmal den Party-Service Schuck, das ist die Andrea, die hat dann hier Preise. Also was ich jetzt im Kopf habe, ist ein Frikadellenbrötchen für 3,50 Euro. Und wir haben einen Michael, den Don Torino, der hat zum Beispiel ein Chili con Carne mit... Der hat mir das erklärt, das große, ist ein Riesending. Geile Essensauswahl. Ja, große geile Essensauswahl für wirklich moderate Preise. Ich glaube, das Chili con Carne kostet 6er und eine Portion Pommes, ich glaube 3 Euro. Aber wir haben gerade von Mittwoch auf Donnerstag unsere Homepage aktualisiert. Alle Preise stehen da auch, deshalb, da muss man die sich jetzt nicht merken oder runterbeten. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, lass uns dahin gehen, wo gezeltet wird. Das ist nämlich, wenn ich das richtig sehe, da. Auch dann. Ja. Genau. Machen wir da weiter. Hier wird gezeltet. Unter anderem? Genau. Unter anderem. Ja, also das hier ist praktisch C2. Wir haben hier einen Silent Camping Bereich. Das liegt daran, weil ihr seht, dass da hinten ja direkt die Häuschen stehen. Und daher ist hier halt Silent Camping und könnt vielleicht gerade mal den Schwenk machen. Du bist dann aber halt auch wirklich direkt an der Halle dran. Lauf viel Gas nicht, wie beim Rock am Ring mit Shuttle. Genau, du hast keine Laufwege, du kannst hier mit dem Auto drauf fahren, du kannst deine Sache hier aufschlagen, dein Camp hier aufschlagen und kannst im Prinzip dann hier die paar Meter drumherum trotten in die Halle zum Biergarten und hast dann im Prinzip hier die Möglichkeit, ganz entspannt das Wochenende auf einer grünen Wiese zu verbringen. The more you drink, the better we get this ride. Aber dieses Jahr zum ersten Mal ja tatsächlich jetzt hier in Ochtendung. Yes. Wie schwer war das auch irgendwie, ne, neue Spots zu finden und so? Ja. Weil ihr habt es ja gut getroffen. Ja, also wird halt immer wie so ein Glücksfall. Das war anderthalb Jahre schwer. Also der Hammer war, wir haben uns viele Locations angeguckt und auch erstmal recherchiert, was gibt es überhaupt und wo geht das und was hier halt wirklich sehr überzeugt hat. Ich glaube, ich habe eine E-Mail geschrieben um 10 und um 12 klingt mein Telefon. Und da war hier der Michael von der Kulturhalle dran, ja du, komm doch mal vorbei und Mama und bla bla bla. Und alles cool, alles passt. Ne? Also wir wollten halt auch auf jeden Fall, du hast einen eigenen Anspruch und den willst halt irgendwie auch gerecht werden. Ja, auch was den Laden angeht, was die Lage angeht, drumherum das angeht. Ja, hat dann alles cool gepasst und ein paar Wochen später hat man dann bei Bürgermeister gesessen und der auch, nee, voll geil, macht mal. Ne? War dann halt eher noch so ein bisschen hier tricky, den passenden Landwirt auffindig zu machen mit dem nächsten Zeltground, den wir uns gleich vielleicht dann noch angucken. Und bis das so alles in trockenen Tüchern war, das war schon ja aufwendig. Kriegt man ein paar graue Haare von? Nein, aber du musst das halt irgendwie so als Marathon angehen. Ne? Das ist ja halt, da werden keine Entscheidungen innerhalb von 3 Tagen getroffen. Nee, klar. Ne? Und das haben wir aber jetzt ganz gut getroffen und von der Location ist der Hammer, die Halle ist der Hammer. Allein die Bühne ist 8x12 Meter. Wann steht eine Underground-Band auf einer 8x12 Meter Bühne? Backstage-Bereich, wie man den als Underground-Band eigentlich nicht kennen kann. Künstlergarderobe und so ein Kram. Also wenn ihr die Halle seht, auch ne, die ganzen Anlagen, die Sanitäranlagen, das ist halt alles eben für die Größe ausgelegt. Mhm. Das macht Spaß, auch der Thekenbereich ist toll, der Innenraum ist toll. Die Kuppel von der Halle ist toll. Sieht halt auch krass aus. Das ist einfach super krass. Ja. Ne? Und ja, das wird ein richtig geiles Ding. Das wird ein geiles Ding. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir uns noch das letzte bisschen Campground an und dann
machen wir einen Punkt, ne? Jawollo. Das hier ist dann praktisch die Auffahrt zum C3. Das seht ihr auch auf unserer schönen Landkarte, sag ich mal dazu. Hier vorne habt ihr dann einen schönen Müllcontainer stehen, wo wir am Ende den ganzen Müll reinfeuern kann. Der ist der schönste. Der schönste Müllcontainer von ganz Rheinland-Pfalz, genau. Und dann haben wir hier schon praktisch den ersten Streifen, wo die ersten Camps stehen können. Und das geht dann hinten noch mal quer auf C4. Da laufen wir jetzt gerade mal noch hin und gucken uns das auch noch mal an. Und wie ihr seht, der Landwirt hat ja auch schon mal drüber gemäht, weil sonst die untere Landespflegebehörde keinen Bock hat. Ja? Und genau, da muss ich auch noch gleich ein paar Fotos von machen. Den muss ich dann schon was schicken. Auf welche Bands freut ihr euch denn persönlich am meisten? Also bei mir ist es Steel Preacher, ich bin ehrlich. Ja, bei mir auch. Und Night Eternal, Ricardo und die Jungs, aber auf wen freut ihr euch am meisten? Schwer zu sagen. Also wie gesagt, Six Zone ist auf jeden Fall immerhin Gucker. Ich habe mir alle Bands vorab mal angehört. Ich fand das tatsächlich auch Fabula Rasa ganz cool von der Art her. Ich will mir da keine Illusionen machen. Ja? Wenn wir sind da eher auf der technischen Seite. Wir gucken, ist der Sound gerade gut, haben wir was zu trinken auf der Bühne, randaliert da oder kotzt da gerade in einem Publikum. Das wird eher so unsere Aufgabe sein an dem Tag. Und ja. bei dir, bandmäßig? Ja, also was mich am meisten freut, ist eigentlich, dass das mit Pripyat funktioniert hat, weil die konnten ja 22, mussten die ja nicht abbrechen, sondern die konnten schon gar nicht mehr auf die Bühne und Sacred Steel mussten abbrechen, weil wir da ein Stromproblem hatten und so weiter und so fort. Will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall hat mich das tierisch gefreut, dass dann Pripyat gesagt haben, ja klar, wir holen das nach. Und ja, irgendwie ist das halt auch jetzt sowas, wo du sagst, wir haben es den Bands versprochen, wir haben auch Sacred Steel angefragt, die konnten leider nicht an dem Wochenende, aber mit Pripyat ist das jetzt schon so, dass wir, also einem selber da einfach, ey, ja. Wir haben es euch versprochen und bitteschön, hier ist eure Bühne, sucht euch euren Slot aus, die haben dann gesagt, okay, wir nehmen den von 22, den Headliner-Slot, den wir auch da gehabt hätten, ja, vielen Dank, ja, super, dass das klappt und da freuen wir uns jetzt einfach. Alle Bands dazu haben natürlich, aber für einen selber ist das halt auch so ein Ding mit Practice what you preach. Mhm. Ja, du sagst Sachen an und führst sie dann auch aus. Ja, sehr geil. Ja, genau. Ja, sehr gut. Dann wissen wir ja alle, wo wir am 1. Mai-Wochenende sind. Jawollo. Wir machen da noch das schöne Filmchen rum und so und begleiten das. Und dann ja, würde ich sagen, Bierchen auf und Vorfreude. Ne? Bis dahin. Yeah, tell me why you're here. So, das war dann tatsächlich schon so die Vorschau, der Trailer fürs A Chance for Metal Festival, das da hinten dann demnächst stattfinden wird. Erstes Maiwochenende, ich fasse nochmal zusammen. Geile Bands am Start, sympathische Jungs, muss man ganz klar sagen, was ich dann auch final feststellen muss. Wir haben noch ein bisschen gequatscht nach den ganzen Aufnahmen, fast verquatscht über Metal, Gott und die Welt sozusagen. Und ich finde es schön, und das merkt man an so einem Festival tatsächlich, dass es so kleine idealistische Festivals noch gibt, so, wo alles so ein bisschen ja auch handgemacht ist, aber mit Idealismus verpackt und jetzt nicht immer, weiß nicht, ich war ja vor kurzem erst auf sehr großen Metal-Konzerten, so wie es da halt ist, ne? Ihr wisst, was ich meine. Noch ein bisschen diese schöne Metal-Romantik letztlich gelebt. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, also wie gesagt, ich bin psyched, ich habe Bock, ich hoffe, das wird ein cooles Festival, wir werden das halt hier auch so begleiten. Und ja, was definitiv ich auch hoffe, ist, dass ja vielleicht der ein oder andere, der das Video guckt, ja, da auch angeregt wird, das Festival zu suchen. Vielleicht machen wir so einen kleinen Wildsing-Treff da. Das wäre mein persönlicher kleiner Traum, muss ich ganz klar sagen. So ein kleines Wildsing-Follower-Treffen, das wäre wirklich ein Träumchen. Aber man darf ja noch träumen, man darf ja noch träumen. Wäre auf jeden Fall schön, wenn ich den einen oder anderen da begrüßen kann und den dann auch vor die Kamera kriege. Wir machen da, wie gesagt, ein Filmchen draus. Und ja, auf jeden Fall habe ich Bock. Erste Festival für mich dieses Jahr und dann gucken wir mal, wie das so wird und alles. Bis dahin, ciao, ciao.